Jo, Mahlzeit Männer, Mahlzeit Puppen. Hier sieht der Conny, der Schnitzer. Und ich muss sagen, ich bin heute mal echt richtig pittig, weil ich gehe zweimal in der Woche, alle 4 Tage gehe ich mal einmal raus, eben einkaufen, damit ich keinen anstecke, mir mal einfange oder dann weitertrage, ne? Da habe ich mich schon aufgeregt über die dummen Blagen, die sich darüber treffen, ihre Corona-Partys machen, ne? Aber Leute, ich war gerade einkaufen. Ich war 20 Minuten beim Lidl drin. Ich hätte kotzen können im Dreieck. Das sage ich euch. Nur alte Leute. Ich bin reingekommen. Man konnte schon riechen. Ich habe gedacht, was ist denn hier los? Staffelfinale von The Walking Dead. Letzte Folge von The Shopping Queen oder was? Was ist denn hier los? Ne, überall alle Leute. Alle diese Folienhandschuhe an, ne? Und dann liefen die alle mal so wie so Chamäleons, ne? Im Zeitraffer. Und jedes Mal, wenn ein junger Mensch vorbeilief, so totstellen, totstellen, der Virus will mich wohl schon nicht finden, ne? Oma, Opa, habt ihr einen am Brett oder was? Ihr kommt doch noch früh genug ans Holz. Da muss man doch nicht hier rausfordern, ist doch kein Himmelfahrtskommando. Wir kriegen nur die ganze Scheiße Ausgangssperre und so. Nur weil wir euch schützen müssen hier. Und ihr rennt da durch den Laden. Es gibt doch jetzt genug Leute, die euch helfen wollen, die euch helfen können. Ja, mein Gott, denkt doch mal nach. Ihr seid doch noch nicht morsch in der Birne, oder? Dann sollt ihr besser zu Hause bleiben. Kann doch nicht wahr sein. Oh, da war ich ja natürlich richtig pissig, ne? Und da habe ich mir gedacht, weißt du was? Oma, du da vorne, dich kriegt der Virus nicht. Hehe, dann erledigt der Schnitzer, da kannst du mal einen drauf lassen. Habe ich mich schön von hinten angeschlichen, an die Oma. Dann habe ich einfach den hier gemacht. Achsch! Ne, und die Oma direkt, oh, Schockstarre. Scheiß. Scheiß. Nicht atmen. Nicht atmen. Nicht atmen. Ne, ich vorbeigelaufen. Moin, moin. Entschuldigung, aber ich glaube, da ist gerade was von meiner Nase auf ihren Kragen geflogen. Aber ich glaube, ich bin gesund. Gemein, ne? Ja, auf jeden Fall. Da stand die Oma, hielt sich auf einmal ein Paket Frikadellen fest, ging auf die Knie. Ich hab gedacht, boah, jetzt fängt die an zu beten, ne? Die fiel einfach um. Ja, natürlich, da ganze Leute hingerannt, so. Oma, Oma! Ja. Da war der Conny wohl schneller als die Corona. Aber so läuft er nun mal. Wer sich in Gefahr begibt, ne, der muss damit rechnen, gebissen zu werden.